Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI Nachholmission. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und hatten die Ukraine-Mission hatten wir gemacht, genau, Mission 5 und genau, Macht wiederherstellen und jetzt sind wir hier bei Ukraine Osten. Wir marschieren hier ein, alles klar. Dann würde ich sagen, liebe Leute, legen wir direkt los. Jawohl, Cutscene. Das sind Lügen, Fälschungen. Die GDI tötet keine Kinder. War Bialystok ein Tiberium-Umschlagplatz? Hat die GDI hier nicht wieder einmal... Ach, die haben wir, glaube ich, schon gesehen, die Cutscene. Na egal, ich lasse es laufen. Genau. Ein bisschen unkonventioneller Start heute, aber die Cutscene, die haben wir halt schon gesehen. Ne? Das ist... Gut, Leute, wir müssen einfach hier vorbei. In Ordnung. Ach du Heilige. In Ordnung. In Ordnung. Da ist ein Gummipanzer und da oben ist noch ein Jeep. Und was sollen wir denn hier nochmal machen, Leute? Ich bin gerade ganz spontan jetzt in diese Aufnahmesession reingegangen. Weil, naja, nichts anderes zu tun. So, GDI-Schützpunkt wird angegriffen, zwar konnte ein Angriff abgewehrt werden, aber rücken Sie in die Basis vor, reparieren Sie die Gebäude. Okay, dann mach mal den Gummipanzer platt. Los. Und ihr macht bitte diese Raketenwerfer platt. So, genau. Sehr schön, liebe Leute. Ja, willkommen zurück beim Command & Conquer Remaster. Das ist tatsächlich eine andere Karte, da oben ist nämlich die Basis. Und ja, es ist endlich mal eine andere Karte. Beim letzten Mal hatten wir ja, glaube ich, die gleiche Karte gehabt wie die, wo ich das regulär gespielt habe. Ach du Scheiße. Zwei Gummipanzer. Bisschen knackiger die Missionen, ja? Glaube schon. Nein! Oh, das tut weh, ey. Das tut echt weh. Ja gut, egal. Weiter drauf da. Aua, mein Jeep. Du Sackgesicht, was willst du denn? Ja, die Mission hier, die ist echt schwieriger als die andere. Weil bei der anderen Mission, da waren wir ja auch schon, da waren wir direkt am Anfang fast schon in der GDI-Basis, aber ich sehe hier gerade, das ist eine Not-Basis. Warum ist das eine Not-Basis? Okay. Das ist eine Not-Basis, das ist gar keine GDI-Basis. Wo ist denn meine Basis? Leute, wollt ihr mich eigentlich verscheißern hier? Naja, egal. Erstmal No Mercy. Genau. Mercy is for the weak. Mein Lieblingssound. Einer meiner Lieblingssoundtracks hier. So. Da, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das ist mies. Drei Raketenwerfer. Boah, so. Gut. Dann haben wir die Basis gefunden, glaube ich, oder? Oh, Gott sei Dank. Wir haben die Basis gefunden, Leute. Sehr schön. In the name of Kane. Genau. In the name of Kane. Kane lives. Oh nein, was passt? Scheiße. Scheiße. Da hat der auf den Sammler geschossen, der Idiot. Och Mann. Ja gut, aber der BMT, der ist soweit. Der ist soweit fertig. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Leute, baue ich einfach ja wieder jede Menge Jeeps. Ja, wehrt euch nicht. So, genau, Leute. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Command & Conquer. Neue Folge, tatsächlich neue Aufnahmesession an diesem Sonntagmittag. Ja, Leute, ich spiele tatsächlich sonntags mittags mal. Eigentlich wollte ich gestern Abend aufnehmen, aber wie das das Wetter, das war einfach, oh, die erste Hitzewelle des Jahres 2021.
Und naja, ich habe mich da nicht in der Lage gesehen, weiter aufzunehmen. Seht's mir bitte nach. Aber wobei, ihr kriegt die Folgen ja eh zu sehen. Ne? Ist ja für euch egal, wann ich aufnehme. Genau. So, dann macht den kaputt da. So. Und schießt nicht auf den. Ach, Gottes Willen. Gottes Willen, ey. Ja gut, dann fahr rein, komm. Dann fahr rein. Boah, der hat hier schon. Der hat hier schon ein bisschen. Ach du Scheiße. Der hat hier schon ein bisschen mehr, ja. Was zur? Wie dreist bist du denn, ey? Mein einziger Panzer ist weg. Also meine einzigen beiden Panzer sind weg. Ja, toll. Super. Aber. Was haben wir denn hier? Da ist noch ein Mannequin. Machen wir den mal im Arsch. Oh, geile Rock'n'Roll-Mucke hier. Und, ja, wie gesagt, also erste Hitzewelle des Jahres zum Glück überstanden. Es wird ein bisschen kühler. Jetzt heute sind es nur 28 Grad in Anführungszeichen. Nur. Und, naja. So lässt sich doch viel besser aufnehmen, ey. Wenn das Wetter auch mitspielt. So, Leute, dann nehme ich mir zwei Jeeps und mach den da unten kaputt. So. Ich werde es wieder so machen wie vorher auch. Ich werde mir jede Menge Jeeps holen. Nicht auf den Sack. Das ist doch wieder so dumm, ey, echt. Ja, wobei, der eine, der reicht schon. Wartet mal, der eine, der reicht schon. So. Kann ich ihn versuchen bauen eigentlich? Kann ich, okay. Könnte ich. Ich kann nämlich keinen Sammler bauen, Leute. Das ist hier das Blöde. Das heißt, wir müssen ein bisschen abwarten tatsächlich, bis wir die Jeeps fertig haben. Der hat ja auch jede Menge gepanzerte Einheiten da, ne? Aber gut, Leute, so bleibt ein bisschen Zeit, um nochmal ein bisschen mehr zu quatschen. Also, wir spielen ja nach wie vor hier die GDI-Missionen durch. Und endlich mal ein bisschen gediegener tatsächlich. Weil die letzten Nord-Missionen, die waren ja echt heftig, ey. Die waren echt krass, muss ich sagen. Und. So. Oh, jetzt fängt's wieder an zu. Oh, ach du Scheiße. Was ist denn hier los, ey? Wieder Avira, oder was? So ein Avira-Prozess oder so. Naja. Kommt, Leute, nehmt die mal und. Mach den mal kaputt da hinten. Jawohl, Sir. So, mach den im Arsch. Seht ihr das? Mit ganz vielen Jeeps kriegen wir auch die Panzer kaputt. Jawohl, mit ganz vielen Jeeps kriegen wir auch die Panzer platt. Jawohl, oh Gott. Sir. Bitte nicht abstürzen ins Spiel, ey. Bitte kein Crash Report hier. Das war auch irgendwie komisch, ne? In der letzten Not-Mission konnte ich irgendwie nicht abspeichern, weil da irgendwie, weil das Spiel ständig abgestürzt ist. Oh, keine Ahnung warum. So, dann macht den Sammler platt los. Lass ihn schön ausfluten. Aber nicht aufteilen, Leute, nicht aufteilen. Was macht ihr denn? Die teilen sich wieder auf, das ist so dumm manchmal. Aber gut, Leute, nicht schlimm. Bauen wir nochmal 10 Stück. Und druck da auf den Panzer los. Ratatatatat. Den kriegen wir sogar kaputt. So, sehr schön. Ach, guck mal, der hat sich da blockiert. Geil. Der hat sich da blockiert, der sehr schön. Sehr schön. Dann lässt er sich da blockieren. Die Bugs hier sind so geil manchmal, echt. Schau ich das an. Der kann gar nichts machen. Ja, dann kann ich mich ja in Ruhe aufbauen, ne? Du sammelst mal hier vorne ein, was soll denn das? So, liebe Leute, dann machen wir hier mal weiter. Der ruckelt sich hier weiter. So. Und die laufen auch noch hin und her? Oder was? Ja, lass die hin und her laufen. Ist okay. Die kann ich ja eigentlich auch platt machen, ne? Die kann ich eigentlich auch platt machen. So, dann mach zuerst die Raketen weg und dann hier den. Hier die, genau. So. Und die backen sich da weiter rum. Ja, und solange wie der Sammler hier halt steht, kann der halt nichts bauen. Ne? Das ist ja das Geile. So, was kosten die 400, ne?
Das könnte sogar schon reichen, um den zu überrennen, wa? Jawohl, Sir. Ich probier's einfach, kommt. Was soll der Geiz? So, dann hier, mach den im Arsch, los. Na, vielleicht sollten wir erstmal auf das schießen, was uns abschießt, aber... So, und hier, und da, und da, und hier. Genau. Ey, gar nicht zu unterschätzen, die Jeeps, Leute. Gar nicht zu unterschätzen. Gar nicht mal schlecht. So, und da, 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 da. Und hier noch, genau. Jo, dann können wir auch schon reinfahren hier. So, mach den Turm im Arsch. Mach den Turm im Arsch schneller. Okay, und hier und da unten. Und vor allem den hier und den Panzer und hier. Oh, da fahr doch aus der Reichweite des Turms. So, gut. Ja, dann, Scheiße, das reicht nicht. Das reicht nicht. Verdammt. Verdammt. Schade. Ah, jetzt verkauft, sehr gut. Gut, okay. Er ist jetzt so verkauft, sehr gut. Aber dass der jetzt da mit dem Panzer kommt, das finde ich nicht so cool. Dass der jetzt da mit dem Panzer ankommt, finde ich nicht so cool. Ja gut, dann lass den halt da drauf schießen. So. Ach du Scheiße! Wartet mal! Der zieht ganz schön viel ab von dem Gebäude, ne? Ja, egal, kommt. Lass den hier reinrennen. So, sehr schön. Das war ganz schön mies von ihm, ne? Muss ich sagen. Aber ja, dort haben wir auch. Haben wir auch soweit geschafft hier, so. Jo, kriegen wir da noch einen Jeep? Ich glaube schon, jawohl, Leute. So, dann haben wir wieder 5 Jeeps. Dann brauche ich jetzt noch einen 5er-Pack. Das sind ungefähr 3 Sammlerladungen. Und dann haben wir diese Mission auch schon fertig. Und... Ja, das war bisher, glaube ich, der schwierigste Anfang von... dieser Mission 5, ne? Ich weiß noch, bei der ersten und zweiten, da mussten wir einfach nach rechts fahren. Boah. Und hier sind wir jetzt halt nach oben gegangen. Und der Weg zur Basis ist ein bisschen weiter, glaube ich zumindest. Oh, da ist sogar noch einer. Ja. So, sehr schön, Leute. Der Zilo kann ich aber verkaufen. So, sehr gut. Dann kommen wir ein bisschen schneller an die Kohle hier. Das brauche ich auch nicht. Die Medic-Fabrik. Nee, nee. Die brauche ich nicht, danke. Und, ja. Liebe Leute, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Guanaconca Remaster. Und, ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal rein. Und machen den mal platt. Ja. Ja, schön auf den... Ja, sehr schön. Die haben genau den Zweck erfüllt, den sie erfüllen sollten. Ach du Scheiße. Boah, 3 Raketentypen, ey. So, mach die Medic-Fabrik weg. So. Der braucht jetzt natürlich nur Raketenwerfer, ne? Ist klar. Der Sack. Aber die kriegen wir, Leute. Die kriegen wir, sehr schön. Und dann jetzt hier die Waffenfabrik. Und da verkauft er vielleicht auch schon alles, wa? Ah nee, der Bauhof steht ja noch, stimmt. Und der Bauhof steht noch, genau. Oh, das dauert halt jetzt Ewigkeiten, bis ich mal die Kohle zusammenkriege. Aber ja. Schau ich mal die alte Grafik an. Die alte Grafik, ja. Bam. Ja. Bam. Und dann suchen wir den Bauhof, bitte. Da oben ist er. So. Bauhof platt machen. Los. Ja, liebe Leute, der Gegner kann schon gar nichts mehr machen, eigentlich. Das ist, ja. Verkauft er dann alles? Nee, der verkauft nicht alles. Frage ist, warum nicht? Oh, die Flachs, die ziehen sich jetzt halt natürlich, ne? Das ist klar. Was macht der denn? Ew, 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 ew.
Eine neue Runde Breakdancer. Geil. Geil. Sieht so geil aus. Ah, Mann, Mann, Mann. Witziges Spiel manchmal, echt. Hatten wir eine neue Runde auf dem Breakdancer. Oh Mann. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, ratter ich eben jetzt noch die Flaks weg. Und dann hier auch einen Luftangriff drauf und dann war's das. Dann war's das tatsächlich. Sehr schön. So, dann macht das weg noch. So. Die Nordbasis, das ist schon. Ja, ich hatte gedacht, dass wir vielleicht nur die Flaks platt machen müssen, aber. Nee, wir müssen die ganze Basis platt machen. So, dann gehst du mal da raus, dann schmeiß ich jetzt gleich nämlich den Luftangriff hier unten rein. Oh, der verkauft. Okay. Was? Der war aber schwach. Ja gut, war halt nur ein Bomber, ne? Was soll man da auch erwarten? Gut, liebe Leute, wir brauchen Silos. Brauchen wir 10 Jeeps hier. Ja. So, dann haben wir auch die nächste Mission 5 schon durch. Geil. Nicht schlecht, Leute. Und ich bin noch voll auf die Dino-Kampagne gespannt. Tatsächlich, weil nach der GDI kommen ja noch die Dino-Missionen. Ja, bin ich mal gespannt, wie wir uns da schlagen. Da habe ich ein bisschen Respekt vor, muss ich sogar sagen. Aber jetzt erstmal hier Einsatz erfolgreich. So. Wieder der GDI-Adler. Und zack. Genau, liebe Leute. So muss das aussehen. Auch wenn wir in dieser Mission das schwächere Arsenal hatten, aber mit der Masse regeln wir das. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was die nächste Mission ist. Na? Tschechische Republik ist das. Hier. Deutschland Osten sogar. Deutschland Osten, die haben doch eben hier angezeigt. Naja, egal. Was ist das? Mission 5 nochmal? Ach. Sagt mal, wie viele Mission 5 gibt es denn hier? Okay, interessant. Ja gut. Dann machen wir halt die nächste Mission 5, mein Gott. Ja, die Katzin. Das ist schon... Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder so eine Mission. Oh Mann, Leute. So. Schon wieder so eine Mission. Das gibt's doch nicht. Schon wieder nur mit Jeeps hier. Na gut. Bam. So, weg mit dem Scheiß. Das ist wieder ein Gummipanzer. Genau. Wie viele Missionen? 5, ey. Interessant, echt. Das ist echt interessant gemacht. So, dann kommt immer bitte hier nach vorne. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Genau. Gut, dann bin ich mal gespannt, was ist hier. Och du Scheiße, Nordbasis. Raus da. Nordbasis. Oh Mann, ey. Ah, gut, okay, ja gut, ja gut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, weg da. Lass den verbrennen, komm. Lass den Schiff verbrennen. Sehr schön, und da kommt... Ach, jetzt kommt er mit seinen Minikin an. Okay. Was macht denn der jetzt? Schön verbrennen, oder was? Ja, scheinbar. Scheinbar, okay. Boah, diese Raketenwerfer. So, sehr schön. Ja, da muss ich gucken, wo ich hier hin muss. Ich habe keine Ahnung. Alter, ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Die Mission habe ich auch noch nicht gespielt.
Brecher auf. In Ordnung. Tatsächlich, ja. Brecher auf. Und bestätigt. Brecher auf. Ist eine Brücke. Bestätigt. Brecher auf. Wahrscheinlich unten rechts wieder oder so. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Tatsächlich, unten rechts. Ah. Reparatur läuft. Die ist aber auch wieder ähnlich aufgebaut, ne? Die Basis. Beziehungsweise die Karte. In Ordnung. Ach du Scheiße, was zur... What? Einfach überfahren. Einfach überfahren, so. Kommt jetzt der Gummipanzer her? Was ein Scheiß. Wartet mal. Wo kommt jetzt der Gummipanzer her hier? Das muss doch nicht sein. Zieh den hier rein, Mann. So. So. Und hier drauf, los. Da drauf. Auf den Gummipanzer. Danke. What? Ja, klar. Natürlich. Was auch sonst. Na, hier sind zwei Eingänge in der Basis. Das ist auch interessant. So. Mach den weg. Die Penner, die haben meine Raffinerie zum Brennen gebracht hier. Beziehungsweise Waffenfabrik. So, Act of Instinct. Jawollo. Und weiter geht's hier. So, also, wir haben wieder zwei Tiberium-Felder. Okay. Und ja, selbe Taktik wie eben. Scheiße, ey. Das ist echt die... Echt nur mehrere Missionen. Fünf hier. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Habe ich echt nicht mit gerechnet. So, jetzt hört doch mal auf. So. Und babam. So, sehr schön. Mach den doch weg. Mein Gott. Das tut ja echt da so schwer. So, liebe Leute. Und, ja. Dann scouten wir mal ein bisschen weiter hier. So. Gut, liebe Leute. Mach den kaputt, los. Wir sind gerade so Maus spielen hier. Was zur? Ey! Ey, nö, nix da! Was macht ihr denn, ey? Boah, wie dreist! Wie dreist! Kam der da angeschissen? Und wollte auf meine Raffinerie, ey. Meine Güte. Ja, danke. Wenn er schießt er einfach so meinen schönen Jeep weg hier. Och, Mann. Jawohl, Sir. In Ordnung. Ja, gut, lass die kommen. Ist okay. So, Leute, Sammler, du fährst bitte dann hier hin, ja? Nicht da oben hin. Ist wieder so besch... Ah, das ist ein verbuggter Panzer. Ja, gut, dann. Ah, oder auch nicht. Nicht überfahren! Seit wann überfährt der Grenadiere? Normalerweise versucht er das nur mit Schützen. Na gut, egal. Er hat da wieder ein bisschen was. Aber... Kommt das schon wieder? Was will denn der jetzt die ganze Zeit? Boah, die Schützen sind gar nicht mal zu unterschätzen. Schaut euch also wie krass der meinen Panzer geschwächt ging. Wie krass die meinen Panzer geschwächt haben, die Schützen. So, liebe Leute, dann probiere ich das jetzt mal abzuspeichern. Auf die Gefahr hin, dass wir auf einen Crash-Dump laufen. Beziehungsweise einen Crash-Report. Ja, nein, okay. Gut. Dann... Ja, da habe ich schon einiges an Einheiten. Ich meine, wenn der gleich angeschissen kommt, dann ist es schon scheiße. Aber... Ich glaube... Hallo, jetzt geht doch hier hin. So. So, Leute, dann. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, tatsächlich. Wegen der ganzen Panzer. Gut, liebe Leute, im Anbetracht dessen, dass wir schon die 25 Minuten erreicht haben, würde ich mal sagen, ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Tschüss. Ne?